Tornado Stream! Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Heute spielen wir wieder eine Runde Defense Grid, wie in gewohnter Manier. Und heute geht es mit Level 12 und 13 weiter. Und was haben wir denn hier? Fangen wir mal an mit Level 12, der gefallene Wächter. Von der imposanten Hauptstadt aus dem letzten Krieg ist nicht viel übrig geblieben. Die Aliens durchsuchen die Ruinen. Also das heißt, sie werden sich wieder zu uns... Ja, sie werden wieder zu uns runtergekrochen kommen. Sie haben es ja nicht begriffen, dass sie eigentlich immer nur einen auf den Sack kriegen. So, Neustart. Ich muss hierzu sagen, ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht und leider ist die mir wieder aus irgendwelchen technischen Gründen verschwunden. Also sie ist verkackt. Deswegen baue ich das jetzt alles 1:1 nach, was ich voll geschafft habe, weil es war diesmal nicht schwer. Nicht so schlimm. Moment, das habe ich Ihnen bereits gesagt, oder? Was? Was hast du mir bereits gesagt? Okay, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt wieder strategisch durch. Wir sehen, von hier kommen sie. Dann folgen sie den Weg zu unserer Basis, wo die Energiekerne sind. Hier schnappen sie sich sie wieder weg. Und dann laufen sie diesmal hier außen rum. Also, zur Taktik. Diesmal ist es ja so, sie laufen hier lang, kommen hier und greifen sich die Kerne und gehen hier rüber. Deswegen bauen wir uns diesmal direkt hier auf. So habe ich es gemacht zumindest. Weil hier ist schwachsinnig. Wenn ich sie hier aufbaue, haben zum Beispiel die Gefechtstürme oder was auch immer nur einmal die Chance anzugreifen. Und das ist natürlich doof. Ich will natürlich so viel wie möglich rausholen. Das Maximale, was so geht. Deswegen wird heute hier der Hotspot entstehen. Also bauen wir drauf los. Hier baue ich jetzt einen Erschütterungsturm hin. Und hier einen Geschützturm. Wie kann es auch anders sein? Erstmal ein paar Drogen wieder zu mir nehmen, wollte ich sagen. Nee, Energy Drink. Ist ja auch in gewisser Art und Weise so eine Art Droge. Koffein. Ja, wenn du überlegst, manche Leute brauchen grundsätzlich irgendwie Koffein, um aus dem Gang zu kommen. Wenn du überlegst, meine Kollegen, die saufen jeden Tag bestimmt einen Liter Kaffee. Wenn das mal reicht. Wenn die keinen Kaffee kriegen, werden die aggressiv. Okay, da kommen sie also. F5. Völlig abgeschweift. Also. Sie haben einen unserer Kerne. Ja. Ja, das war auch so. Das werde ich verhindern. Ich werde jetzt meinen Laser opfern. Hauptsache die zwei Kerne gesichert. So, hier kommt ein Temporal hin, den ich mir nicht leisten kann. Aber ein Geschützturm. Genau. Wo sind Sie? Dann hier habe ich Raketen, weil wir dürfen nicht vergessen, die Bande kommt auch wieder über die Luft geflogen. Und dann nehme ich gleich zwei. Na, ich glaube, der. Jetzt reicht noch einer. T. Da kommen sie zurückgewandert, diese Kerne. Hey! Habt ihr gesehen? Der wollte gleich eine Kurve ziehen, aber haben wir aber schön verhindert. Jetzt komm her. Temporal, wo haben wir einen? Sie haben einen Kern gestohlen. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich die upgraden. Diese Stadt. Nee. War meine Heimat. Ich habe sie nie. Angriff. Kriegen wir doch. Upgraden. Upgraden. Den auch hier. Upgraden. Wieder die Insel der Gefechtstürme oder was? Da kommt etwas Neues. Da kommt was Neues. Immer wenn er das sagt, das hört so von der Betonung, hört sich das an, so wie, hey, ist schon, hast schon die neue Droge probiert? Das ist was Neues. Da kommt was Neues. Okay. Ich glaube, da kommt was Neues. Das Geschütz hat nicht mehr viel übrig gelassen, was? Ist nicht so schlimm. Ich muss upgraden. So, jetzt hier den zweiten Raketenturm, weil aus der Luft wird es noch Ärger geben. Komm, den brauchen wir auch, den müssen wir upgraden.
Und einen Laser haben wir. Jetzt können wir uns auch den leisten in Rot. Also Rot die stärkste Stufe. Jetzt wird es doch mal wieder langsam Zeit, dass wir die ganzen Einzelheiten wiederholen, so. Weil, kann ja sein, dass jemand nicht die erste Folge gesehen hat oder die zweite. Man sieht halt hier, diese grünen Kreise sind halt die Radien. In der Entfernung treffen quasi die einzelnen Türme ihre Gegner, Feinde. Aber man muss halt abwägen, welchen Turm benutzt man. Ich habe bis jetzt gemerkt, ich komme ganz dreist mit Geschütztürme, wie sie hier. Und temporal, das sind die, die eine Stase ausbreiten, also ausfächern. Stase macht halt langsamer, die braucht man. Ah, und Kanonentürme, um halt aus der Luft zu bekämpfen. Das sind so die drei Haupttürme, die ich benutze. Kanone, Gefechtstürme und Temporal. Das sind so meine Lieblinge unter den ganzen Türmen. Unter den ganzen Türmchens. So. Jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren. Was haben wir hier? Können wir upgraden? Können wir nicht. F das Ganze beschleunigen. Na kommt. Macht's euch nicht so schwer. Die haben sie nicht übrig gelassen, was? Ich brauche jetzt. Genau. Okay. Der Laser. Ich habe jetzt einen Orbitallaser, Leute. Aber den werde ich jetzt hier nicht nutzen, weil es ist einfach Munitionsverschwendung an diese kleine Bande. Jetzt schaffen wir schon die Geschütztürme. Warten. Hey. Jetzt upgraden, wo nichts los ist. Das schafft er auch nicht. Unser Crasher. Der kann drei Energiekerne rausschleppen, wenn er Bock hat. Oder wenn er so weit kommt überhaupt. So, wir haben Angriffswelle 11. Jetzt 12. Und es sieht immer noch gut aus. Na komm, graden wir den auch ab, auf maximal. Und jetzt haben wir schon quasi eigentlich alles, was wir brauchen. Mehr war das, glaube ich, gar nicht, was ich gemacht habe. Weil ich musste ja nochmal neu anfangen. Kann natürlich hier aus Provokation einfach mal... Ich habe zum Beispiel Lasertürme noch nie benutzt, so richtig. Die stelle ich einfach hier auf. Genau. So, läuft ganz gut. Ich warte ja noch so auf die richtigen Gegner, weil den Orbitallaser will ich hier nicht verschwenden. Konzentriert bleiben, dann schaffen wir es. Ja. Ja, da kann man nur noch daneben stehen oder sitzen. Speicherpunkt, Leute, also wir kommen hier definitiv an unsere Grenzen. Also Speicherpunkt erreicht. Falls ich jetzt verkacke, könnte ich da nochmal einsetzen. Aber das mache ich nicht. Schalten Sie den in der Mitte aus. Er schützt die anderen. Rain mal die ab, die Lasertürme. 800 lohnt sich das denn? Beide abgegradet. Geschütztürme sind äußerst wirksam. Ja. Aber ich sehe hier gar keine Flugaliens. Was ist denn hier los? Wir schaffen es. Ja, das ist doch klar, oder? Na, da kommt einer. Aber lohnt sich der Orbitallaser, ist die Frage. Für eine Sau. Guck mal hier. Der schmilzt förmlich weg. Keine Chance. Zu stark. Diese Geschütztürme lassen nicht viel übrig. Ja. Schön, schön. Jetzt kann ich nur noch dumm rumsitzen und zuschauen. Weil hier wird nicht mehr viel passieren. Können natürlich jetzt nochmal einmal richtig Vergeltung. Vergeltung mitten rein. Da 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 da. Weggerotzt die Bande. So, jetzt muss aber nochmal was Krasses kommen. Also hier kommt, Leute. Das ist doch hier nicht alles gewesen, oder? Haha, ich bin nicht oft so siegessicher, aber diesmal würde ich sagen, eindeutig, eindeutig.
Komm, Rain war ab aufs Langeweile. Oh, der war natürlich nicht schlau. Ach, guck mal hier. Die Geschütztürme greifen die auch an. Und ich habe hier Raketentürme gebaut. Oh ja, mächtig aus der Luft. Jetzt wollen sie es doch wissen. Aber da muss doch noch was kommen. Komm. Oh, Doppelpack. Dead. Dead, dead, dead. Okay, weiter. Wäre doch mal schön, noch so einen schönen Orbitallaser hier zu knüppeln. Das Geschütz hat nicht mehr viel übrig gelassen, was? Ja. Hat es nicht. Ach übrigens, vorhin hat der ja irgendwie was gesabbelt wieder von diesen Erdbeeren. Manchmal habe ich das Gefühl, das mit den Erdbeeren hat der schon öfter gesagt. Ich glaube, der war in seinem vorigen Leben sowas wie ein Ernteroboter. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Oh, Erdbeerduft und Erdbeer oder was der da redet. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Scher dich. Genau. Und du dich auch. Meine ich doch wohl. Muss nicht nochmal so ein Orbitallaser kommen. Lass ihn vernichten. Jetzt, jetzt. Komm. Wir haben einen unserer Kerle zurückgeholt. Ja, ja, ja. Bitte, komm, einmal Orbitallaser. Ich hab so richtig Bock drauf. Oh. Da hat man mal auf irgendwie was... Keiner hat überlebt, um die Geschichte zu überliefern. Gut gemacht. Keiner hat überlebt. Keiner hat überlebt, um die Geschichte zu überliefern. Glorreich. Noch ein bisschen aufputschen. So, jetzt geht's weiter mit Level 13. Zentrum der Macht. Oh, jetzt müssen wir Muskeln spielen lassen, oder was ist los? Was ist die Zusatzinformation? Die Kraftkernfabrik bot einst der ganzen Welt Energie, bis die Aliens kamen. Ach du Jemini, also rein. Hervorragend, wunderbar manövriert, wie immer Sieg. Was? Die Kraftkernfabrik? Sieg, was machst du hier? Alles klar. Oh mein Gott. Sieg. Sieg. So, was haben wir hier? Jetzt gucken wir erstmal gerade, weil uns das direkt auf die Nase gebunden wird. Die Flugbahn der Aliens. Oh, die ist ja ganz spektakulär. Unten durch. Nochmal. Unten durch, unter der Brücke. Dann rüber. Alles klar, also überlegen wir mal. Da würde ich doch echt sagen, wir bauen natürlich wieder nochmal. Von hier kommen sie und hierhin wollen sie. Dann baue ich mich natürlich wieder logischerweise strategisch hier auf. Ist doch völlig klar, oder? Also. Dann würde ich sagen. Erstmal, wie viel haben wir? Geschützturm. Geschützturm. Dann logischerweise einen. Jetzt kommen sie gleich. Ja, wohin mit der Sau? Temporal? Schützturm. Auf jeden Fall müssen wir Flugabwehr auch noch bauen. Das kommt dann hier hin. Na komm, nur hier ein Geschützturm. Wieder dasselbe Spiel wie gerade wie in Level 12. Hier ist halt jetzt blödsinnig in meinen Augen. Was hinzubauen. Man könnte natürlich hier, wäre natürlich interessant, hier nochmal auf die Radien. Hier sieht man wieder die Unterschiede. Ein Meteor. Der wird natürlich so die Napalm-Dinger bomben. Machen wir auch später. Warum eigentlich nicht? Hier bauen wir nachher noch Meteor hin. Wenn wir dran denken. Denkt dran. Denkt bitte mit und schreit. Schreibt in die Kommentare rein. Nein, Spaß. Also komm her. Warten wir erstmal, bis die Saubande da ist. Läuft nicht so gut, wa?
Na, kriegst du den noch hin oder muss ich gleich hinraffen? Egal. Risiko. Nein! Verdammte Sau. Oh nein, noch ein Kern weniger. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Komm. Kanone? Nee, verdammt. Keine Kanone. Ich wollte einen Raketenturm bauen. Mist, jetzt kommen die auch noch hergeflogen. Ach, verdammt. Rakete. Funktioniert nicht. Verdammt. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Diesmal. Na bitte, wir haben einen Kern zurückerobert. Ah, habt ihr so eine gute Idee, war meine lieben Fans. Sieg dachte, es wäre nur noch einer übrig. Aber es hatten sich andere versteckt. So na doch. Viele andere. Knallhart. Sie können sich gegenseitig verstecken, wissen Sie. Wir was? Tarnungsbietende Aliens können andere Aliens in der Nähe tarnen. Okay. Moment mal. Die habe ich noch nie gesehen. Die Datenbank wurde um Alien-Informationen erweitert. Also Aliens, die sich in der Nähe von anderen Aliens befinden? Okay, starker Alien. Tarnt Aliens in der Nähe. Alles klar. Also, ist ja so egal, weil die müssen ja eh hier vorbei. Also von daher ist es egal, ob die sich bei anderen Aliens tarnen. Kommt. Diese Sieger wollen Verstärkung rufen. Löschen Sie sie aus. Ja, jetzt sind wir Welle 6. Ja, mal sehen, wie das wird. Ja, irgendwie das ist nicht schön. Es läuft nicht schön gerade, aber es läuft. Bis jetzt. Machen wir auch mal gleich hier ein Temporal upgraden, weil wir müssen die hier langsamer machen, geht nicht anders. Na komm, ist egal. Geschütztürme. Kann es auch anders sein? Na, 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 na. Alle schön hier bleiben. Dann wollen wir hier mal gleich die Hölle der Geschütztürme bauen. Also frech, ich probiere es noch nicht mal, dass ich es anders spiele. Es wäre ja natürlich ein... Nee, das darf ich nicht. Gibt's doch nicht, oder? Ich meine, ich kann doch nicht jetzt jedes Level irgendwie nur mit Geschützturm irgendwie schaffen. Ich meine, ich habe bis jetzt nicht viel gemacht. Ich benutze temporal Geschütztürme hauptsächlich und um die abzuwehren, Raketentürme. Das ist so jetzt so der Jungle, auf den ich gerade bin. So, jetzt kommen die da unten. So, die werden natürlich von meinen Raketentürmen abgeballert. So, und upgraden. Natürlich nicht genug Kohle, um die alle abzugraden. Aber es geht weiter. Aber da kommt der erste Starke und ich habe schon Orbitallaser. Ist mir aber... Einer ist Munitionsverschwendung. Einer ist Munitionsverschwendung. Das muss man sich immer merken. Viele sind ein gefundenes Fressen. Also heißt es... Können wir auch gleich auch upgraden. Schön upgraden. Läuft. Ganz ruhig bleiben. Angriffswelle 12. Also wenn das so läuft jetzt, in diesem Stil, ist es einfach zu leicht. Nein, es ist zu leicht. Nein, es ist einfach zu leicht. Vielleicht kennt ja jemand diese Stelle. Ist aus dem Film.
Nein, das ist zu leicht. Oder wenn deine Mutter bis 10 zählen könnte, dann wäre sie Astronaut geworden. Und deine Oma hat hässliche graue Koteletten, oder wie war das? Ja, so war das doch irgendwie. So. Temporal auch ein bisschen upgraden. Upsala. Wie war das doch? Ich habe doch Lust ein bisschen auf... genau. Hab da laut genug geschrien. Die nehmen wir auch hier hin. Okay, eine Cola für, ja. So, aber hier sehen wir das ja. Nee, nee, nee. Achtung, wir haben nicht mehr viel Energie übrig. Das ist jetzt doof. Jetzt werden wir... Kriegen wir das nicht hin, oder was? Oh, werden viele rausgetragen. Ist ja peinlich. Das ist ja scheiße. Okay. Planänderung, wir müssen umdenken. Und jetzt alle auf einen Haufen. Ey. Und... Fatal. Irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas ist gerade schiefgelaufen. Was ist passiert? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie kam das dazu, dass die alle rausgetragen haben? Reichen vielleicht doch nicht die Geschütztürme? Tja, müssen wir umdenken. Dann würde ich eher sagen, wir machen es ein bisschen aggressiver. Nehmen wir mal ein paar Erschütterungstürme. Sich so eben durch die... Ach, ist doch egal. Weil die ihn den Weg versperrt haben, ja? Es war wieder diese Meldung, Achtung, sie haben sich die Wege verbaut. Und weil sie die Wege verbaut haben, kreuzen die Aliens dann halt hier irgendwie kreuz und quer. Ist ja klar, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, das verbaue, die gehen ja immer straight, diese Wege. Wenn ich den natürlich hier reinbaue, dann laufen die schräg hier durch oder wie auch immer. Wir werden jetzt mal beobachten, wie sich das jetzt verhält. Gleich, wenn die jetzt kommen. Wenn die natürlich jetzt hier einfach hier schräg durchlaufen, ist mir das egal. So, Angriffswelle 16. Hier der Meteor. Haut seine Napalmbomben raus. Schön immer weiter so. So, warten wir mal ab. Ja, wie erwartet, die laufen schräg hier durch. Und jetzt drehen wir den ab. Genau, der Turm hier, der Erschütterungsturm, ist die einzigste Alternative. Der soll richtig einheizen. Achten Sie auf den Energiestand. Schaffen wir nicht, wa? Dann müssen wir jetzt irgendwas, dann müssen wir wieder einen Laser nehmen. Unser Treffer, das wird eben eine Leere sein. Ah, weiß ich noch nicht. Verloren. Das schaffen wir nur mit Biegen und Brechen. Ah, wir kommen an unsere Grenzen. Wir kommen an unsere Grenzen. Ich denke mal, das werde ich hier noch packen. Aber... Gib mir ein paar Punkte. Ich brauche die Punkte. Wir haben nicht mehr viel Energie übrig. Ist egal. Wir ballern uns da durch. Oh nein. Nur ein paar haben wir noch. Achtung, Sie haben einen weiteren Kern verloren. Ja, ja, ja. Jetzt ist alles oder nichts. Letzte Welle, Leute. Ob wir es schaffen? Mit dem, was wir da haben? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Komm, gib das letzte, was du hast. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig.
Nein. Sie haben einen Kern gestohlen. Egal, alles rein, orbital. Und Rinder in die Materie. Bam! Ey, hätte ich den Laser jetzt nicht gehabt. Wer weiß, was passiert wäre. Aber da unten kommen ja noch welche. Ach du Scheiße, Mann. Also ich sag mal so, das Ding hier haben wir mit Ach und Krach geschafft, wenn wir das jetzt noch rocken. Also die Dinger da aus der Luft, da mache ich mir gar keine Gedanken. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Genau, 5 Kerne. Ich denke, das wird nicht mehr fertig, das war's. Uiuiui. Da haben wir die Kernfabrik hier ganz schön gerockt. Oh nein. Was hier alles noch kommt. Okay. Wir jetzt verhindern, dass die hier rauskommen. Halt du Scheiße, da geht da gar nicht mehr durch. Ey. Upgrade ist völlig Jacke. Das ist so hier die letzte Verzweiflungstat, ist die Meter. Hat der überhaupt einen? Tatsache, der hat mir einen rausgetragen. Boah! Der Secker! Oh ja, der Checker. Wieder haben wir den Teufeln eine Tür vor der Nase zugeschlagen. Auf den einen Kern genau haben wir das verteidigt, Leute. Einer! Jetzt ist, glaube ich, wirklich die Zeit der Gefechtstürme langsam vorbei. Eieiei, also für meinen Geschmack auch, liebe Leute. Also das war wirklich knapp. Aber völlig egal, wir machen weiter. Es geht ja hier auch nicht um, wir wollen ja hier auch keinen Schönheitspreis gewinnen, Leute. Wir wollen ja einfach das Ding mal durchspielen. Also, machen wir beim nächsten Mal weiter mit Level 13, 14. Ja, das war's an der Stelle. Ciao, macht's gut.